Wir brauchen aber auch noch eine lange Verlängerung, sonst kommst du da nicht ran zum Anziehen. Jetzt müssen wir einen Moment Pause machen. Manfred muss jetzt nämlich rauchen. Geil übersetzt. Ja, das ist meist so, ne? Dass die irgendwie. Das steht da drüben irgendwo, hier, oder? Newtonmeter auch. Also das gleiche, 13 Pfund. Das kann doch nicht angehen, das ist doch nix. Mhm. Gut, dann stelle ich mal den Vogel hier ein. Zack, so, geht los. Hältst du innen gegen? Ja, wo willst du, unten oder oben? Oben, erstmal. Hab ich. Da fehlt ja noch Unmengen. 30 Tutenmeter ist auch eine ganze Menge. Was sagen wir, Knack, ne? Ich hab gar gedacht. Gut. Gut. Knack. Knack, hast du gehört? So, nun kommt hier das Gefummel los hier. Das Obergefummel. Hier muss irgendwo ein Dicker rumschwirren. Der hier. Ah, da ist er doch. Was ist das für ein Kabel? Das ist für die gesamte Motorelektrik. So müsste er rein. Knack. So, jetzt haben wir hier noch ein paar zur Auswahl. Dreieckig auf dreieckig wahrscheinlich, ne? Dreieckig auf dreieckig. Die sind aber auch sehr gewöhnungsbedürftig, aber so müsste das passen. So. Jetzt haben wir noch einen, aber den können wir noch nicht anbauen. Aber wir könnten jetzt erstmal die Lenkung festmachen. Schlag mal das Lenkrad ein bisschen ein. Wie sieht das denn von der Höhe aus hier? Gut. Aber jetzt muss ich den. Das Gewinde drin. Ja, dass er sich auch konnte, weißt du, dass er nicht den Abflug macht. Ja, ne? Müsste passen. Ne? So, jetzt einmal trocken die Lenkung, einmal hin und her, mal gucken, was da überhaupt passiert. Ja, das sieht schon mal gut aus. Richtung ist richtig. Und einmal andersrum. Ich muss so ein Knaufen noch mal ran hier. Ja. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Dann können wir das schon mal festziehen hier. So, na fest, komm los. Na, jetzt ist es schon fast zu viel. So. Fest. So, die Lenkungsgeschichte ist gleich erledigt, wenn wir hier den noch festziehen. Das ist irgendwie da was ganz Großes, was ich sicherlich nicht habe. Und dafür einen Maulschlüssel zu finden, wird sicherlich schwer. 27. Muss man noch auf U-Booten wahrscheinlich. Ja, brauchst du nicht so oft. Jetzt hast du aus dem 13er... Habe ich einen 27er gemacht. Ja, das macht auch Sinn. Hält er seine Kamera schon wieder so davor, dass ich da nicht ausholen kann. Jetzt dreht er sich mit, ne? Ja, hast noch einer von? Nö. Das ist auch wieder ein anderes Maß, das ist ganz günstig. Ja, mal gucken erstmal, ob wir überhaupt. Oh ja, das wird was. Johannes, du hast die ehrenvolle Aufgabe, dagegen zu halten. Jo. Da merkt man gleich dieses Team, ne? Ja, ja. Wir sind ein gutes Team, weiß ich jetzt schon. Christa, was? Ich finde, Jung macht es auch gut hier, den Griff an die Kabel. Ja, ja. Kommt da was? Ja. Wird das fester? Ja. Plastik dreht sich, aber das... Das macht nichts. So, jetzt ist gut. Okay. Wunderbar. So, jetzt die nächste Aktion ist die Batterie anbauen. Das macht mein Freund Jürgen mal, weil ich mich schon wieder ausruhen muss. Ich bin aber für die schweren Sachen zuständig. Okay, und wollen wir den ganzen Kram unter Saft setzen hier? Waren die bei der Batterie dabei? Nee, so richtig nicht, aber man musste ja irgendwie da anschrauben. So, und dann will ich mal hier reinsetzen. Das passt ja schon mal. So, dann werden wir mal den Deckel. Kommt nachher so da drauf.
oder in diesen hier. Aber trotzdem. Kriegt man dann so einen Adapter her? Ja, kriegst du beim Bauhaus, ne? Das ist Plus und das ist hier Minus. Den werden wir jetzt aber mal hier dran setzen, weil das ist hier zu kurz. So, das müsste dann hier irgendwie mit runterkommen. Ich verstehe das gar nicht hier. Das müsste man hier nochmal aufschneiden. So, jetzt gehen wir in die Werkstatt und schneiden durch ein Loch rein. So, jetzt sammeln wir nochmal den Müll auf. Sonst muss der Nacktputzer wiederkommen. Und dann haben wir das hier. Der wartet doch noch eine Gelegenheit. Ja, das kannst du haben. Der lauert schon hinter mir bestimmt. Dann probieren wir das mal, ne? Dann probieren wir das mal aus. Ja, der Fotzi hier schon wieder seine Schuhe rausgestellt. Hier ist doch der Hauptteil. So, mal hier, meine, wie wird das hier geschraubt? Wie wird das hier festgemacht? Was denn? Einfach hier gar nicht oder wie geht das? Hier, das hier. Wie, was für ein Patent ist das? Da fehlt schon was in der Mitte. Da fehlt in der Mitte das. Ne, da fehlt in der Mitte so ein Ding. Oh, wir machen das jetzt erstmal griechisch-römisch. Ach, griechisch-römisch? Das kenne ich nur vom Ring. So, griechisch-römisch. Erstmal fest. Das ist ja einfach. Das hätte ich auch gekonnt. Das hättest du auch gekonnt. Das hätte ich auch gekonnt. Ist das jetzt ein Paulstich oder der Bergedorfer Knoten? Bergedorfer Knoten. So, dieses Teil hat uns gefehlt, das Loch hier nebendran. Das machen wir jetzt da wieder rein. Jetzt sparen wir jetzt den Bergedorfer Knoten wieder, ne? Genau. Der war sowieso nicht so sehr schön. So, und fest. Sehr gut, jetzt machen wir hier gleich die Kabel richtig verlegen. So, sehr schön. Batterieeinbau beendet. Das war vorher die Blindkappe für die Batteriedurchführung. Die müssen wir jetzt da eben anbauen. Jetzt brauchen wir einen 2,5er Bohrer oder sowas in der Art. 2,5, 3 mm. So, ein bisschen auf Zug ist. Das muss wieder, oder? Eine Seite hier. Das war ja genial. Das kommt davon, wenn man den Bohrer nicht richtig festzieht. Ist er weg? Nee, ganz ab ist er doch nicht, aber gleich. Jetzt machen wir erstmal einen Test, ob da so eine Schraube reingeht überhaupt. Weil ich ja wieder nicht gemessen habe. Aber mein Augenmaß hat mir gesagt, dass sie da reingeht. Und hier waren schon irgendwelche Löchlein drin. Ja, das sieht doch gut aus. Wenn ich das Loch jetzt noch wieder finden würde. Das sieht doch gut aus. Wie dick ist denn das da so? Auch erledigt. Klappe zu, fertig. Was machst du da gerade? Ich mache jetzt die Plus- und Minusleitung von dem Motor an, weil wir versuchen wollen, den Motor zu kippen. Eine Nuss, eine 17er Nuss. Den Motor kippen wir wegen dem Trim. Ne? Nein, den kippen wir, weil wir den Trimgeber noch anbauen müssen. Redest du von mir oder von wem noch? Von beiden. Ist auf off, ja. Bist du on? Immer. Warte mal, das. Wir kommen ja jetzt. Batterie, da ist Plus drauf, hier muss er rauf. Das geht aber leider nicht. Da müssen wir einen Maulschlüssel haben. Oh, das wird schwer, du. Ne, das wird nichts. Ja, die haben das so raffinös gemacht, dass du da nur mit dem Maulschlüssel reinkommst. Ne, das wird nichts.
So. Das ist Dauer Plus. Da müsste das so rumgehen normalerweise. Ja, das ist ja meistens so. Braucht man eine Hand? Fuzzi, gib mir mal eine Hand. Nee, eine Seite festhalten. Eine Seite festhalten. So. Das passt, ne? Jetzt kriegst du das gar nicht mehr festgezogen. Das ist ja interessant hier. So einen schönen Hauptschalter habe ich ja noch nie gesehen. So, gut. Jetzt machen wir den Minuspol noch an. Den Pluspol haben wir eben angeschlossen. Und jetzt machen wir den Minuspol noch an. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich da wieder brauche. Da brauche ich 13. 13 haben wir Plus, oder? Nee. Das ist ganz schwierig hier. Das wird nachher noch geordnet hier. 10er Maul oder 10er Ring? Ring ist besser, glaube ich. Kannst du sehen? Ja, da müssen wir ran. Da müssen wir ran. Oh, einmal abmachen. Lange Verlängerung. Was? Dann müssen wir den einmal abmachen. Einmal abmachen und wieder rauf. Das hört sich so an, als wenn er es hat. Ja, aber die gerne im Untergrund. Gut. So. Kinders, wenn es jetzt brennt, da ist ein Feuerlöscher irgendwo. Es brennt noch nichts. Ah, bin ich genial? Bin ich genial oder nicht? Guck dir das an. Wie von Zauberhand. Wie von Zauberhand. Wie von Zauberhand. Hört sich nach wenig Öl an. Sehr schön. Wir hatten einen sehr kurzen Weg. Also. Ja, mal gucken, wie rum. Dann musst du ja. Aber ich bin der Meinung, der müsste da ran. Die haben irgendwas Steuerbordseite gesagt. Jetzt kommt der. Ja, endlich mal ein anderer dran. Brauchen wir für einen Drehmoment dafür? Ja. Der Knack in der Hand. Ja, genau. Eltern Speichel knacken ist genug. Ja. Das sind 15 Newtonmeter. Das sind 20. Ja, mach nicht so eine viele Newtonmeter. Das ist Plastik. So, und jetzt soll das Kabel hier durch, so wie ich gesehen habe, und dann ist da noch so eine Plastikschelle. Genau, die, die kann hier, glaube ich, hier draußen angeschraubt werden, wenn ich mich nicht sehr täusche. Klein oder groß? Na, normal. Der ist gut. Über das Ding wird später getrimmt? Also da nein, das zeigt, das wird getrimmt, wird da hier über den Zylinder. Das zeigt nur an, wie der Motor steht. Ah, okay. Das sieht doch gut aus, oder? Ja. Ja. So, so schlecht. Da ist noch ein Kabel, was da durch muss. Das ist noch ein Kabel, das da durch muss. So, das ist ja dann. Das muss jetzt hier durch. Ja, geht's, wenn du runtergeklappst dann. Ja. Soll ich mal runterfahren? Einmal? Sieht gut aus. Ne, jetzt habe ich Hauptschalter aus. Gute Frage, nächste Frage. Ach, da willst du durch? Da muss ich durch. Ah, okay. Kannst du ihn auffangen, wenn er rausfällt? Probieren. Jetzt brauchen wir mal einen Schlittschraubenzieher. Der drückt sich wahrscheinlich der drückt sich an der Seite. Schalt, bevor den Motor runterfahrt, ne? Jo. Ja, mal sehen, wenn du artig bist. Schön, das Teil.
Ja, wenn man sieht, ist er jetzt ganz hoch gefahren, ist er ja. Ein Eck ist noch. Jetzt ist er drin. Siehst du? Sehr schön. Ah, da habt ihr es jetzt rausgezogen, ne? Noch ziehen. Ja, so sieht es aus. Jetzt hängt ja hier noch irgendwo einer rum, dann können wir gleich sehen, ob das Ding funktioniert. Aber jetzt ist es nicht mehr zu sehen. Der hier. Ja, ja. Der ist halt. Hier drunter durch. Pass. Sollen wir den hier drunter durchschieben? Oder? Ja, das ist besser. So. Kleck. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, erstmal muss ich erstmal Zündung haben hier irgendwie. Das geht ja nicht so einfach alles. Vorsicht, Finger weg. Es piepst hier schon was. Trim ist ganz oben. Vorsicht, an der Bahnsteigkante. Noch kein Perfekt. Jetzt fängt er an. Ja, geht runter. Oh, klasse. Voll an. Das fängt an. Wir sind ja genial, ne? Du? Ja, echt. Obwohl wir da gar keine Ahnung von haben. Nee. Okay. Warte, stopp. So. Jetzt fängt er an zu arbeiten. Was passiert denn eigentlich als nächstes mit dem Motor? Oder wie? Mit dem Motor passiert Folgendes, dass der in Betrieb genommen wird. Und das sollte eine Tohatsu-Fachwerkstatt machen, wegen der Garantie. Ja, aber wenn man das selber macht, ist die Garantie weg, oder? Ist sie fragwürdiger, würde ich sagen. Okay. Alle Motoren ab 15 PS sollen normalerweise von einer Fachwerkstatt in Betrieb genommen werden. So, jetzt haben wir das soweit alles vormontiert. Der Rest macht die Tohatsu-Werkstatt. Und mehr können wir im Moment nicht machen. Wir fahren am übermorgen zur Tohatsu-Werkstatt und dann wird der Motor in Betrieb genommen. Wenn's gut werden muss.